Dieses Video richtet sich an alle Anwälte, Staatsanwälte und Richter in Deutschland. Ich würde jeden bitten, der Zugang zu einem Richter, Staatsanwalt, Anwalt oder auch Schöffen hat, ihm dieses Video zu zeigen. Es wird nicht sehr lange. Im amerikanischen Kongress finden aktuell Untersuchungen statt, wo es um die Zensur von ärztlichen Meinungen bei Twitter geht. Die Fragen, die hier gestellt werden, lassen sich problemlos auf das deutsche Rechtssystem übertragen. Daher halte ich es für bedeutend. Mein Name ist Dr. Bodo Schiffmann. Ich bin Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Ich bin Arzt für Notfallmedizin und ich versuche seit dem 14.03.2020 über medizinische Sachverhalte aufzuklären, die in den Medien falsch dargestellt werden. Ich bin Absolvent einer deutschen Elite-Universität oder Exzellenzuniversität der Universität Heidelberg. Warum erwähne ich das, wird in Kürze klar. Schauen wir uns zusammen das kurze Video an. Where did you go to medical school? I did not go to medical school. Diese Frage sollte jeder Anwalt, der einen Arzt vertritt, dem Richter stellen und dem Staatsanwalt stellen. Auf welche medizinische Universität sind Sie gegangen? I'm sorry, I did not go to medical school. That's what I thought. Sie sagt, sie war nicht auf einer medizinischen Universität. Why do you think you or anyone else at Twitter had the medical expertise to censor a doctor's expert opinion? Warum glauben Sie oder irgendjemand anders bei Twitter, Sie hätten die Expertise, einen medizinischen Experten zu zensieren? Our policies regarding COVID were designed to protect individuals. We were seeing you guys censored Harvard-educated doctors, Stanford. Ihr habt Ärzte mit Harvard und Stanford Ausbildung zensiert. Educated doctors, doctors that are educated in the best places in the world. Und dazu gehöre zum Beispiel auch ich. You silenced those voices. Und ihr habt diese Stimmen zum Schweigen gebracht. My next question is the US government. Oh, excuse me. I have another chart I want to show you, Ms. Gatti. I have another tweet by someone with a following of a full 18,000 followers. Sie fragt, sie hat einen Tweet von jemand, der 18.000 Follower hat, und ich greife das kurz vor. Der hat über CDC-Daten berichtet, also offizielle Regierungsdaten. Das deckt sich wiederum mit dem, was ich gemacht habe. Meine Daten kamen immer aus offiziellen Quellen und ich habe die Statistiken selbst analysiert. Und in diesem Fall wurden die Meinungen der CDC zensiert. Das ist das, was sie jetzt sagen wird. This person put a chart from the CDC on Twitter. It's the CDC's own data, so it's accurate by your standards. And you all labeled this as misleading. You're not a doctor, right, Ms. Gatti? Sie sind kein Arzt, oder, Ms. Gatti? No, I'm not. Okay. Nein, ist sie nicht. Okay. What makes you think you or anyone else at Twitter have the medical expertise to censor? Was macht Sie glauben, dass Sie oder irgendein anderer Mitarbeiter bei Twitter die medizinische Expertise hätte? Actual, accurate CDC data. Aktuelle CDC-Daten zu zensieren. I'm not familiar with these particular situations. Yeah, I'm sure you're not. But this is what Twitter did. They labeled this as inaccurate. It is the government's own data. It's ridiculous that we're even having to have this conversation today. It's not just about the laptop. This is about medical advice that expert doctors were trying to give Americans. Es geht um medizinische Meinungen, die Experten versuchen, der amerikanischen Regierung zu geben, genauso wie ich versucht habe, der deutschen Regierung und der deutschen Bevölkerung meine medizinische Expertise mitzuteilen. Because social media companies like Twitter were silencing their voices. Und medizinische oder unsere Meinungen wurden zensiert. So zurück, warum spielt das eine Rolle? Also erstens, ich wurde ebenfalls an einer Elite-Exzellenz-Universität ausgebildet. Ich bin Facharzt für Notfallmedizin und für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, was mich als prädestinierten
Arzt für akute Atemwegsinfekte und Erkrankungen gezeigt hat. Meine Meinung wurde zensiert. Und Ärzte, die im Moment vor Gericht stehen, handeln in Notwehr nach dem bürgerlichen Gesetzbuch BGB Paragraf 227 Notwehr. Das ist vielen Anwälten nicht bekannt und das ist, glaube ich, auch vielen Richtern nicht bekannt. Eine durch Notwehr gebotene Handlung ist nicht widerrechtlich. Es war nicht widerrechtlich, Atteste auszustellen für Masken. Es war nicht widerrechtlich, Impfpässe auszustellen, obwohl keine Impfung durchgeführt wurde, um die Patienten vor einer Impfung zu schützen, weil sie sonst ihren Beruf oder Ähnliches verloren hätten. Notwehr ist diejenige Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Genau das haben Ärzte gemacht, die, genau wie ich, aufgrund ihrer medizinischen Expertise zu dem Schluss kommen mussten, dass es sich hierbei um eine falsche, gefährliche Körperverletzung handelt. Und davor haben wir unsere Patienten geschützt. Alle Angriffe gegen Ärzte, die das gemacht haben, sind durch den Paragraph 227 Notwehr vollständig gedeckt. Viele Ärzte haben sich möglicherweise schuldig gemacht. Und ich zeige hier den zuschauenden Richtern, Schöffen, Anwälten und Staatsanwälten Dinge, die sie vielleicht nicht wissen, weil sie nicht vom 14.03.2020 an die Berichte erfolgt haben. Es ist denkbar, dass sich sehr viele Ärzte schuldig gemacht haben, indem sie Menschen getötet haben im Rahmen der Corona-Erkrankung in den ersten Wochen. Auch das ist etwas, was ich belegen möchte. Ich habe in meinem Video Corona 11 das folgende Papier gezeigt, auf das ich ganz kurz eingehen möchte. Es handelt sich um ein sogenanntes Deutsches Institut für Katastrophenmedizin. Dieses Papier wurde als Verschlusssache gekennzeichnet. Diese berichten dem Innenministerium Baden-Württemberg über das Vorgehen in Frankreich. Der Bericht ist vom 23.03.2020 und hier ist Folgendes zu sehen. Beatmungspflichtige Patienten zwischen 19 und 80 Jahren wird hier eingegrenzt, dass es nur wenige gibt, die beatmungspflichtig werden, wenn sie nicht Vorerkrankungen haben. Das Entscheidende findet sich in diesem Absatz. Seit 21.03.2020 Patienten über 80 Jahre keine Intubation, Beatmung mehr, stattdessen Sterbebegleitung durch Opiate und Schlafmittel. Sterbebegleitung, das heißt, man hat diesen Patienten einen tödlichen Cocktail verabreicht. In Pflegeheimen, Patienten über 80 Jahre, die beatmungspflichtig wären, erhalten eine schnelle Sterbebegleitung mit Opiaten und Schlafmittel durch den Rettungsdienst. Vorgehensprotokoll erstellt und verantwortet durch die Ethikkommission. Es geht noch weiter. Es wurden auch bei anderen Patienten Todesurteile ausgesprochen. Situation im Elsass auf der Seite 2. Es erfolgt zum Beispiel nur noch eine lebenswichtige Bypass-Operation pro Tag. Das heißt, der zweite, dritte, vierte Patient, lebenswichtig, stirbt, weil er keinen Bypass kriegt. Okay? Steht hier drin. Ein offizielles Papier. Es gibt auch keine operative Frakturversorgung mehr. Also wenn Sie einen Verkehrsunfall haben, brechen sich das Bein, wurden Sie nicht mehr behandelt. Ich gehe darauf aus folgendem Grund ein und auch das wissen viele Richter, Staatsanwälte und Anwälte und Schöffen nicht, dass nämlich es eine offizielle zum selben Zeitpunkt von der Landesapothekerkammer das folgende gegeben hat. Wir wurden heute von der Ärzteschaft im Land gebeten, alle Apotheken im Land darüber zu informieren, dass für die Behandlung von schwer erkrankten Covid-Patienten ein erhöhter Bedarf an Morphinpräparaten notwendig wird. Offenbar ist damit zu rechnen, dass vermehrt schwere Erkrankungsfälle mit Morphin behandelt werden müssen. Die Ärzteschaft geht von einer hohen Zahl, 20% der Infizierten aus und so weiter und so fort. Apotheken wurden angewiesen, Schlafmittel zu besorgen. Warum erzähle ich das? Weil wir aus der Bestellstatistik von England nachweisen können, das ist die untere Kurve, die wir hier sehen. Einen Moment, mache Ihnen das ein bisschen größer. Dass genau dieselbe Anordnung zum selben Zeitpunkt, ich zeige Ihnen das hier, ist vom 1. April 2020. Dasselbe ist offensichtlich in England passiert und wir können uns die Zahlen jetzt hier noch einmal ganz genau anschauen. Das hier unten sind die bestellten
Betäubungsmittel und ausgegebenen Betäubungsmittel von den Apotheken. Diesen Peak, den Sie hier sehen im April, sind genau diese Betäubungsmittel. Hier ist ein zweiter Peak, wann diese Betäubungsmittel ausgegeben wurden. Das Ganze ist deckungsgleich mit dem Anstieg der Sterblichkeit. Das sind offizielle Daten und offizielle Zahlen. Ich rate jedem Anwalt, Staatsanwalt, Schöffen, sich das klarzumachen, dass wir hier möglicherweise viele Leben geopfert haben, weil Ärzte blind einer Regierungsanweisung gefolgt sind. Ärzte, die davor gewarnt haben, wie ich, wurden kriminalisiert. Wir hatten auch keine anderen Möglichkeiten, unsere Patienten zu schützen, als sie zum Beispiel durch Bescheinigungen vor dem Zugriff zu schützen. Schauen Sie sich diese Grafiken an und bilden Sie sich eine eigene Meinung. Es gibt keine Straftat. Eine durch Notwehr gebotene Handlung ist nicht widerrechtlich. Wir haben alle in Notwehr gehandelt. Und ich würde jeden bitten, dieses unglaublich wichtige Video zu verteilen.